So, wir schauen auf die bisherigen Ergebnisse des 32. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Vor allem im Abstiegskampf bleibt es kurz vor Saisonende spannend. Am Abend trennten sich Köln und Freiburg torlos. Stuttgart besiegte den Rekordmeister Bayern München mit 3:1. 2:2 unentschieden endete die Partie zwischen Bremen und Gladbach. Der BVB demütigte die Augsburger mit 5:1 und Wolfsburg gewann gegen Absteiger Darmstadt mit 3:0. Bereits am Freitag trennten sich Hoffenheim und Leipzig 1:1 unentschieden. Heute empfängt Union Berlin den VfL Bochum. Frankfurt hat den neuen deutschen Meister Leverkusen zu Gast und Heidenheim trifft auf Mainz 05. Zur Tabelle. Leverkusen auf 1, gefolgt vom FC Bayern, der allerdings um seinen zweiten Platz noch bangen muss. Denn Stuttgart ist durch den Sieg bis auf 2 Punkte herangerückt. Leipzig auf Platz 4 vor Dortmund und Frankfurt. Freiburg auf 7 vor Hoffenheim und Augsburg. Die zweite Tabellenhälfte führt Bremen an, kann aber heute von Heidenheim noch überholt werden. Knapp vor den Abstiegsrängen Union Berlin und Bochum, die heute noch im direkten Duell aufeinandertreffen. Mainz auf dem Relegationsplatz, auf den Abstiegsplätzen Köln und Darmstadt.